So, wir haben hier was Neues, ein AGM Mobile und da freut sich schon jemand neben mir, den zeige ich jetzt aber nicht, der freut sich wie eine Grinsekatze. Und wir machen das jetzt mal auf und dann schauen wir mal, was das so kann. So, gucken wir mal, was da so geht. Was ist das? Da ist was drin, alles im Pappkarton. Das ist normaler Pappkarton. Du hast kleine Finger, magst du das mal da? Hier ist was zum Rausziehen, schau mal. Einfach ziehen. Ja, sehr gut. Und wie fühlt sich's an? Cool. Cool. Schau mal, ziehen wir mal die Folie ab hier. Habe ich da was? Achso, hier ist vorne. Magst du es runter tun? Ja. Ja. Ich glaube, du musst einfach nur durchschieben, oder? Ja. Schieb mal. Oder schieb einfach. Oder ziehst du es? Ja. Oh, geht auch so. Ah, sehr schön. Oha. Oha. Und? Cool. Gut. Wie fühlt sich's an? Richtig cool. Richtig cool? Mhm. Ja, hier hinten. Das ist nun wahrscheinlich neidisch. Das stimmt. Hier hinten ist so ein bisschen ja, Carbon-Feeling, kann man sagen. Die ist normal, aber es ist halt, ja, ist Plastik. Hier seitlich ist auf jeden Fall Metall. Ja, ist noch ein bisschen kalt, war wohl draußen. So, was haben wir noch da drin? Magst du mich noch reinschauen? Mhm. Das musst du aufziehen, schätze ich mal. Ja, die einfach an den Laschen ziehen, jawohl. So, ein Ladegerät. Und ein Kabel. Okay. Okay. Das können wir mal raus. Jawohl. Ich nehme. So, sehr schön. Dann, was können wir hier noch? Magst du das noch aufmachen? Ja. Ich glaube, das muss man einfach nur rausziehen hier. Mhm. Die Bedienungsanleitung wahrscheinlich, oder? Ein Quick Start Guide. Ansonsten, oder was? Nein. Gut, dann müssen wir eigentlich das Ding mal einschalten. So, wir haben es angesteckt. Er sagt schon AGM Mobile. Laden 100, 53% ist er voll. Wir schalten es einfach mal an, oder? Wo schalte ich an, ist die Frage. Hier? Oder da? Hier ist ein Kopfhöreranschluss. Ah, hier ist vielleicht das Richtige. Weiß ich noch nichts. Wo muss ich drücken? Hier. Auf den grauen wahrscheinlich. Welcher graue? Wo ist grau? Da gab es auch einen grauen, habe ich gesehen. Ich glaube, das war der. Ja, drück mal. Nee. Nee. Ich hätte gesagt, hier. Was ist das? Da kommt die SIM-Karte rein. Ach so. Nee, müssen wir nachgucken. Also, es war eigentlich nur kurzer Tastendruck hier auf der Seite, aber ich habe immer zu lange gedrückt. You, möchtest du Englisch sprechen? Nein. Nein, ich möchte Deutsch sprechen. Ich schiebe mir bitte Deutschland. Sie behindert sind wir nicht. Passt. Ich habe jetzt keine SIM-Karte. Easy. Machen wir auch gleich. So, eingerichtet und errötet. So, ich muss jetzt dann noch eben ein Google-Konto drauf verbinden und eine SIM-Karte einlegen. Ich habe eine, das werde ich jetzt tun. Wo kann ich die einlegen? Im Prinzip ja wahrscheinlich hier an der Seite irgendwo, ja. Hier. Also hier kommt die SIM-Karte rein. Da kann ich sogar zwei SD-Karten noch einlegen dazu. Das machen wir jetzt mal. War natürlich Quatsch, was ich erzählt habe. Hier können zwei SIM-Karten eingelegt werden und eine SD-Karte. Jetzt müssen wir schauen, wie ich diese SIM-Karte richtig rum einlegen kann. Warum ist es so? So. So gehört's. So, jetzt liegt sie hier drin. Dann stecken wir die da wieder rein. Rum oder andersrum, bin ich mir jetzt nicht sicher, mal wieder. So, ja. So, okay. Steckt drin. So, jetzt muss ich natürlich eine PIN-Nummer eingeben. Die zeige ich euch jetzt nicht. So, Smartphone wird jetzt mal wieder vorbereitet. Das kann einige Minuten dauern. Apps und Daten kopieren. Nee, ich habe nichts. Ja, durch den Prozess gehen wir jetzt einfach mal durch und dann hole ich euch wieder dazu. So, das ging jetzt eigentlich relativ zügig. Und was ich ziemlich geil finde, ist, dass da nicht so Bloatware drauf ist. Heißt also, es ist nur das Zeug drauf, was halt bei Android dabei ist im Normalfall und nicht separat nochmal was. Ihr seht es hier, da gibt es jetzt eine Aufräumen-App. Gerät finden. Aber sonst habe ich hier nichts wie Virenscanner oder in so ein Kram, der da immer drauf ist. Also ich kann jetzt das einfach benutzen. Ich habe jetzt hier die, ja, im Prinzip die Elternfunktion aktiviert. Das heißt also, da ist jetzt nur für meinen Sohn ein separates Google-Konto erstellt worden und über das habe ich Zugriff. Das heißt, wenn er sich irgendwas installieren will, Apps oder sowas, dann kriege ich immer eine Benachrichtigung und muss das vorher halt freigeben, damit er sich nicht irgendeinen Scheiß installiert.
So, was haben wir jetzt hier Schönes? Da ist YouTube drauf, da können wir jetzt mal reingucken. Ja, lass mal zu. So, wiederholen. Bei der Anmeldung ist ein Problem, okay. Das ist natürlich schade. Achso, ja, er darf sich halt nicht anmelden. Ihr seht, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ich habe nämlich gesagt, er darf das nicht. Er darf das nicht tun, deswegen kann er da auch nicht rein. Das ist okay. Was haben wir hier im Play Store? Kann ich da was machen? Hier kann man irgendwas machen, ja. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ja, weiß ich, versuchen wir das mal runterzuladen und installieren. So, frag deine Eltern. Jetzt kommt hier persönlich Fragen, per Nachricht Fragen. Ich sage jetzt mal per Nachricht Fragen, ist nämlich meistens einfacher. Und jetzt bekomme ich hier Family Link. Ich muss eine Genehmigung eingeben, damit er sich das installieren darf. Also machen wir doch mal. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature eigentlich. Jetzt habe ich hier Simon und Tobi, ja. Also ihr seht, jetzt kann ich hier das Ganze genehmigen oder eben ablehnen. Wenn er ablehnt, dann kriegt er es halt nicht. Wenn ich sage genehmigen, passt das. Jawohl. So, keine Benachrichtigung. Also, geht los hier und dann checkt man das gleich mal aus. Ja, was ich jetzt tatsächlich nicht gedacht hätte, ist, dass der Knopf hier an der Seite doch tatsächlich für einen Fingerprint auch wieder taugt und dieses Handy das genauso kann. Bin ja begeistert. Also, mal wieder alles durchmachen hier. Ja, das weiß ich schon. Fertig. So, solltet ihr jetzt mit diesem Handy Aufnahmen gemacht haben, also Fotos etc. pp. Und ihr steckt das jetzt hier einfach mal per USB an euren PC an, dann wird Folgendes passieren und zwar kriegt ihr hier ein, ja, Laufwerk, ein Verzeichnis, aber da ist jetzt noch nichts drin. Deswegen muss man da einen kleinen Schritt machen und den seht ihr jetzt vom Prinzip mal einmal hier an der Seite. Wenn man mich darüber nicht sehen kann, weiß ich noch nicht. Ja, hier musst du mal da weggehen vielleicht, so. Und zwar geht ihr oben auf Bluetooth und da drückt ihr lang drauf und jetzt geht ein neues Menü auf und da gibt es USB-Datenübertragung. Und hier steht im Normalfall drin, laden, keine Datenübertragung und ihr müsst einmal auf Datenübertragung gehen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr eben Zugriff auf das Dateisystem. Ich mache das hier nochmal einmal ganz kurz, damit man es sehen kann. Also ich gehe jetzt hier rein, Bluetooth, machen wir an, USB, wie wir es gerade gesagt haben. Und jetzt stand eben dort nur laden und ich sage jetzt Daten übertragen. Jetzt geht hier das Fenster einmal zu und jetzt seht ihr, wenn ich das mache, dann habe ich Zugriff auf eben diese ganzen Dateien. Im DCIM ist eben natürlich, jetzt sind die Fotos drin, die ihr gemacht habt. Oder eben bei, jetzt muss ich selber nochmal gucken, bei Movies war es, genau, da sind die Bildschirmaufnahmen zum Beispiel drin. Ja, und dann könnt ihr euch die ganzen Daten runterladen. Das mache ich jetzt hier einmal. Ihr seht hier, ich habe einmal zwei Screenaufnahmen gemacht, um zu vergleichen, ja, wie läuft denn da so ein Spiel drauf für die Kinder. Ich habe jetzt meinen Sohn natürlich gefragt, was möchtest du denn da drauf? Er hat mir natürlich gleich was gesagt, also Roblox zum Beispiel. Und da schauen wir uns jetzt einmal an, wie das Ganze läuft. So, ich habe jetzt einfach mal Subway Surfers installiert, weil halt sich da was bewegt und ich wollte gucken, ob es da ein bisschen ruckelt. Man sieht so kleine Mini-Ruckler, aber ich glaube, das interessiert eigentlich keinen so wirklich. Hauptsache, das Ding funktioniert. Vor allem, glaube ich, spielt keiner meiner Kinder Subway Surfer. Es ging mir, wie gesagt, nur einfach mal drum, um zu sehen, was so passiert. Wenn so ein paar mehr Objekte ins Bild kommen, gibt es auch kleine Mikroruckler. Das habe ich aber bei dem anderen auch gesehen. Ihr seht, ich spiele das Ganze, weil so schlecht kann eigentlich normal keiner spielen. Aber so ein Quatsch spiele ich ja normalerweise auch nicht. Also ich bin ja eher der Rennfahrer. So, also jetzt seht ihr, jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu. So ein bisschen ruckeln jetzt gerade, wo diese Münzen da sind, tut's schon. Aber ich glaube, wie gesagt, das interessiert nicht unbedingt. So, einmal nochmal drüber schauen. Hier, zack, zack. Wow, ich habe 500 Punkte erreicht. Unglaublich. So, also das war jetzt die Bildschirmaufnahme von Subway Surfers. So, als nächstes habe ich noch was vorbereitet. Und zwar eben, wie gesagt, das Roblox. Und da bin ich jetzt einfach mal reingegangen und habe das mal aufgemacht. Und ja, wie man sieht, ich bin jetzt in dem Lieblingsteil meiner Kinder, Brookhaven. Da sind die irgendwie andauernd. Das ist auch so ein Roleplay-Server. Weiß ich nicht, was man da alles machen kann. Man kann Dinge machen, sagen wir es mal so. Ja, da läuft er rum, da guckt er ein bisschen und ja, ich kann es mal größer machen, machen wir mal Vollbild, geht das so. Ihr seht, also das ist natürlich jetzt nicht die Auflösung, die man sich von einem PC wünscht. Man sieht ja Kantenbildung etc. pp. Aber es läuft halt auf einem kleinen Display und dafür ist es vollkommen ausreichend, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe auch nachher jetzt noch einen kleinen Vergleich zwischen dem Ulefone und eben dem AGM. Und ja, da gehen wir jetzt erstmal drauf ein, was sind so die kleinen Unterschiede, die man tatsächlich mit bloßem Auge erkennen kann, beziehungsweise die ich mit dem bloßen Auge erkennen kann. Ja, im Normalfall, wie gesagt, ist das ja nicht so groß. So wäre die Auflösung. Ich spule mal vor, dass man draußen noch was sehen kann. Also ihr seht, da sieht man auch nicht unbedingt was mit Kanten etc. pp. Ja,
Das würde ich sagen, für so ein kleines Handy-Display passt das schon. Tja, jetzt habe ich es geschafft. Also jetzt sind wir hier am Tag, da sind wir am Tag. 7 Uhr am Montag. Daher. Von der Leistung her sollte es mal so ziemlich dasselbe sein, oder? Also ich sehe jetzt beim AGM kein wirkliches Ruckeln. Von den Farben her würde ich jetzt fast sagen. Das kann mich aber auch täuschen, oder? Wenn wir hier nochmal gucken. Von den Farben her würde ich sagen, dass das ein bisschen satter ist. Wie sieht der denn aus? Hätte ich jetzt gesagt. Aber das könnt ihr auch selbst entscheiden. Also ihr seht jetzt aus einer Kamera im Prinzip beide Sachen. Nehmen wir den auch nochmal ein bisschen in die Sonne. Umsehen. Also ich hätte gesagt, das Blau ist auf jeden Fall mal satter. Ein satteres Blau als das. Das ist ein bisschen blasser, würde ich behaupten. Ja, ist auf jeden Fall so. Ihr seht es hier. Also hier nochmal ein schönes sattes Blau. Hier nicht wirklich satt. Ist schon ein gutes Stück blasser. Muss sagen, ist das, kann ich da näher ran? Ja, kann ich. Schauen wir uns den Dude mal an hier. Und da, qualitätsmäßig ist es ungefähr dasselbe. Hier würde ich sagen, habe ich mehr Kantenbildung. Hätte ich jetzt hier gemeint. Liegt aber vielleicht auch an der Auflösung von dem Ganzen. Ja, aber so würde ich sagen, ja, tun sie sich nicht viel. Ja, zu guter Letzt habe ich euch jetzt noch was vorbereitet. Und zwar seht ihr auf der linken Seite ein Bild von der Facecam. Ich verrate euch jetzt noch nicht von welcher. Und auf der rechten Seite auch. Ihr dürft jetzt gerne mal ein Bild darüber machen und raten, was für ein Foto von welchem Telefon ist. So, bei dem hier handelt es sich jetzt um die hintere Kamera. Links wie rechts immer noch selbe Reihenfolge. So, ihr dürft jetzt raten. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit. 3, 2, 1. So, und jetzt seht ihr, links ist immer die AGM, rechts ist die iPhone 11 Facecam. Mein Eindruck ist wie immer, ja, die Android-Kameras sind immer etwas zu kalt, so muss ich sagen. Und das gefällt mir nicht so gut, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. So, zu guter Letzt machen wir jetzt noch ein kleines Video, also einen kleinen Videotest. Und schauen uns mal die Qualität von dem Video selber an. Also, hier wackelt's, wie schaut's aus? Hier haben wir ein Boot, kann man da was erkennen? Das seht ihr übrigens im nächsten Creality-Video zum Ende 3VK3V3K, weiß ich nicht so genau. Schauen wir ein bisschen näher. Kann er das fokussieren? Ja, das geht. So, genug gespoilert. Hier noch das Video und den Ton. Ich mach die mal gerade hier, so, ein bisschen den hier, so. Wir haben jetzt ein wenig mehr Licht dran. Schauen wir hier ran, wie es so aussieht. So, muss reichen. Ton haben wir jetzt auch drauf. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Daten und Fakten. Ihr seht, ich bin auf der offiziellen AGM-Webseite. Ihr seht, das ist der Preis in Euro, 249. Zum Vergleich, das Ulefone hat gekostet 400, irgendwas, also 150 müsst ihr da locker noch drauflegen, dass ihr das bekommt. So, jetzt haben wir hier Gestaltung, bla bla. IPS HD Display 6,5 Zoll, passt. Okay, Android 13 ist drauf, ohne Bloatware. Na, hätte ich das mal gelesen, hätte ich es vorher gewusst. Aber das ist das, was mich tatsächlich begeistert, dass du nicht irgendeinen Schrott noch mit drauf hast. Atemberaubende Fotografie. Naja, wenn man iPhone-Benutzer ist, dann findet man es jetzt nicht so atemberaubend, aber ist okay. Dann eine Batterie, die relativ lange hält, habe ich auch schon festgestellt. Also in der Woche lag das Ding jetzt da so mal rum und war nicht wirklich beeindruckt von dem, was da so kommt. Wenn es WLAN an ist, dauert es natürlich nicht unbedingt so lang. Was mir jetzt zum Beispiel nicht sagt, ist hier der T606-Chipsatz, keine Ahnung, 16 GB RAM und 256 GB ROM, also Platz ist da tatsächlich drauf, den kann man eigentlich auch als Datenspeicher hernehmen, das ist kein Problem. Wasserdicht ist es, IP68, 69, habe ich jetzt nicht ausprobiert, ich bin noch nicht drauf rumgehüpft, das war mir dann doch etwas zu heikel, das Thema. So, was haben wir noch Schönes, was gibt es hier noch zum Erklären? Es ist leicht, das stimmt, es ist tatsächlich sehr leicht. Ja, wir haben SD-Karten-Slot plus 2x SIM, passt schon, 50 Megapixel Hauptkamera. Makrokamera haben wir auch. Die Makrokamera habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber es ist kein Foto-Handy. Ja, also dafür soll es auch, glaube ich, nicht da sein. 90 Hertz und so weiter. Also, mein Fazit zu dem Ding, um jetzt die technischen Daten mal abzuhaken, weil wie gesagt, es ist ja immer recht schön, wenn das alles dasteht. Wenn man dieses Handy dafür benutzt, wofür es da ist, dann ist es ein grundsolides Handy. Das bedeutet, man kann telefonieren, man kann Spielchen damit spielen, wenn die wahrscheinlich nicht zu aufregend sind. Also Roblox funktioniert. Für meinen Sohn reicht es vollkommen aus. Man kann damit Fotos machen. Die wären jetzt nicht so spektakulär, was aber auch okay ist. Videos kann man auch machen. Ich bin eigentlich von der Tonqualität relativ angetan. Also ich habe jetzt da in dem Video auch keine Verbesserer oder sowas über die Tonspur laufen lassen. Das war okay. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass es natürlich Mono ist. Nicht Stereo, aber mein Gott, ist halt so. Und ja,
WhatsApp funktioniert. Es funktioniert alles relativ zuverlässig. Es geht schnell. Das flutscht alles durch die Menüs durch. Bedienung einmal frei, keine Bloatware drauf. Was will man mehr? Ich meine, dafür ist es ein relativ günstiges Handy. 249 Euro für ein aktuelles Android, kann man sagen. Und ja, relativ günstig. Ultra dünn Outdoor-Handy. Schaut's her. Hier, das Ganze gibt's natürlich auch bei Amazon zu kaufen. Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, als Ersthandy finde ich das super, wenn man auch nichts anderes braucht, wenn man einfach seine Spielchen macht. Ich würde sagen, für die Schwiegermutter tut's das auch zum nächsten Weihnachten. In diesem Sinne, ja, wünsche ich euch noch einen schönen guten Tag. Drückt mir die Abonnenten und die Glocken. 40.